So, das ist jetzt mal der fliegende Aufbau von dem Chinesentacho. Bekommen habe ich den ohne Anleitung. Im Internet habe ich dazu welche gefunden, aber die Kabelfarben passen nicht. Die Belegung vom Stecker, von den Originalsteckern wäre gleich gewesen. Aber da waren schon andere Stecker dran, von daher muss ich die rausmessen. Angefangen erstmal bei der Spannung. Der Tacho will laut Anleitung, und die Farben haben gestimmt, zwei Spannungsversorgungen haben, einmal Dauer Plus und einmal Zünd Plus. Wenn man nur Dauer Plus anlegt, passiert erstmal gar nichts Sichtbares. Wahrscheinlich soll es dazu dienen, die Einstellung zu speichern. Gut, also habe ich Dauer Plus und Zünd Plus zusammengelegt. Wenn ich den jetzt anschalte, bootet der hoch, macht so einen Sweep und ist jetzt einsatzbereit. Mal anschaue, ich habe jetzt ca. 13 Volt. Wenn ich jetzt runtergehe mit der Spannung auf 12, 11,5, 11, dann fängt die Batterieanzeige an zu leuchten. Also die blinkt dann. Jetzt bin ich bei knapp 11 Volt. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Bin ich bei genau 11. Bei genau 11 blinkt er also noch. 11,5 blinkt da immer noch. 11,5 Volt. Und so bei 12,0 hört da auf. Also irgendwo zwischen 11,5 und ja, 11,8 blinkt da noch. 11,9 immer noch. 12 Volt. Bei 12 Volt hört da auf. Gut. Dann ist das nächste die Tankanzeige. Die Tankanzeige ist über einen variablen Widerstand auf Masse verbunden. Masse war in meinem Fall vom Tacho das grüne Kabel, hier dieses, der Masseklemme verbunden ist, und das blau-gelbe, das ist die Tankanzeige. Im Moment habe ich hier einen Widerstand eingestellt von 10 Ohm. Wenn ich jetzt auf 0 gehe, fängt die an und zu blinken. Wenn ich den Widerstand erhöhe in 10 Ohm Schritten, nimmt die Tankanzeige ab. 30 Ohm, 50 Ohm ungefähr, die ist ein bisschen verzögert, dass die nicht so hüpft. Das sind 50 Ohm eingestellt und ist auf halb und da bleibt sie stehen. Wenn ich auf 90 Ohm gehe, ist sie leer. Wie gesagt, die verzögert. Und bei 100 Ohm fängt es an zu blinken, sagt es gar nichts mehr. Das gleiche passiert bei 0 Ohm. Das heißt, um sie so zu haben, dass sie nicht blinkt, muss man Widerstand zwischen 10 und 90 Ohm einstellen. Gut, dann die Tachoanzeige selber. Das sind hier diese drei Kabel. Die haben zufälligerweise zum Glück vom Stecker her noch zusammengepasst. Gibt es hier diesen Hallsensor. Wenn ich hier Magneten nehme, diesen da. Da so ein bisschen vorne rumwedel, zeigt der Tacho eine Geschwindigkeit an. Also wie viel es genau ist, das hängt halt davon ab, wie schnell oder langsam ich wedel, aber zumindest funktioniert die Geschwindigkeit. Drehzahl. Drehzahl ist ein Signal. Ich gebe hier mit dem Funktionsgenerator circa 1,3 Volt sind wir jetzt. Die Frequenz ist jetzt noch 0. Jetzt gehe ich mal auf ca. 10 Hertz. Sieht man, die bewegt sich ein bisschen. Wenn ich hier weiter hochdrehe, geht der Drehzahlmesser mit. Jetzt bin ich so bei 90 Hertz ungefähr. Was sagt er? 83 Hertz und ungefähr 1,8 Volt. Und dann funktioniert der Drehzahlmesser hier so, wie ich das möchte. Das war jetzt der 10-Ohm-Bereich. Hier im 100-Ohm-Bereich. Drehe ein bisschen vorsichtiger. Jetzt reagiert er natürlich sensibler. Schau mal, bei 12.000. Die hat er erreicht bei einer Frequenz. Das Teleskop misst noch. Und ungefähr 200 Hertz. Das heißt, also zwischen 10 und 200 Hertz ist die Drehzahlanzeige. Gut, der Rest sind die Lämpchen. Zunächst der neutral.
Der wird gegen 0 geschaltet. Da habe ich hier so ein Testkabel von Masse auf Neutral. Das war der grün-rote in meinem Fall. Schauen wir mal hier, dass wir sonst nichts berühren. Machen den grün-roten, geht also hier Neutralleuchte an. Erwartet ein Schalter gegen Neutral. Der Rest von den Lampen, das ist dann, die erwarten dann plus 12 Volt. Da habe ich hier ein Testkabel. Ich habe das vorher natürlich aufgeschrieben, dass ich mich dann auch noch daran erinnere. Orange war also Blinker links. Dann hellblau war Blinker rechts. Dann braun-weiß ist Abblendlicht. Blau ist Fernlicht. Ja, das waren die Funktionen von dem Tacho, die man brauchen könnte. Dann ganz ehrlich, wie gesagt, ist keine drin. Aber es ist ja gut, wenn der nicht die ganze Zeit blinkt. Der Rest von den Kabeln, die abgezwickt ist, das ist für die Ganganzeige. Da an diesem Motorrad eh keins verfügbar ist, habe ich die nicht durchgemessen. Muss man halt 12 Volt anlegen auf jeweils einem und dann sollte der entsprechenden Gang anzeigen. Ja, das war's.